Also jetzt über Cloud Computing. Also ja, bin irgendwann mal, glaube Weihnachten 2008 angerufen worden vom Servicechef der IBM, jetzt machst du das. Und da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was Cloud. Das gab es noch gar nicht, das Wort übrigens. Also das hieß damals Dynamic Infrastructure, wenn Sie sich noch erinnern. Oder Infrastructure Dynamic oder Inf. Also jede Firma hat da den Ehrgeiz, was anderes dazu zu sagen. Und dann haben sie dann irgendwie so Wörterkämpfe gemacht, also wer das Richtige dann hat und ob man schon SAP auf der Cloud haben kann, kann man. Da habe ich gesagt, kann man das auch so machen, dass wenn das SAP merkt, dass es gar nicht benutzt wird, dass es sich dann so auf einen halben Server zurückzieht und Montagmittag wieder ausdehnt. Ich glaube nicht. Ja, aber das müsste gehen. Ich sage, das sollte gehen. Ich stelle die Frage, ob SAP überhaupt so programmiert werden kann, dass es so teil einschlafen kann und wieder kommt. Stehen Sie denn, hilft das mit der Cloud nicht? Dann haben wir die wildesten Diskussionen damals geführt. Und das Wort Cloud ist irgendwie aus 2009. Der Hype-Cycle von der Cloud, also dem Gartner Hype-Cycle, ist so August. Ich habe eine Folie gehabt, 20. August 2009 war die Hype um Cloud am größten. Und dann schreiben so alle unbedarften Journalisten, die können ja dann sagen, das ist alles da so weg und im Netz und so. Und dann wollen sie mal eine Cloud sehen. Also gucken. Und dann haben wir bei IBM dann die ganze Halle 1 damit zugemacht, also mit den Plakaten 2010. Und dann haben alle gefragt, ja, also so richtig sieht das noch nicht wie eine Cloud aus. Ich habe mir so da vorgestellt, dass da so 1 Million Rechner zusammengesteckt sind und nicht so Glockenspiele oder sowas. Aber das für Journalisten war es okay. Also die haben das, dieses damals alles so fotografiert, wie so Buchstaben, so als Sinnbild. Es gab ein Sinnbild. Und dann 2011 gab es dann eine Cloud. Also die konnte man anfassen. Und dann haben die Leute angefangen zu sagen, ich glaube, die ist nicht sicher. Also wenn Sie so ein Business hochfahren, also praktisch, die kommen dann immer mit anderen Gegenargumenten, weil die das irgendwie nicht wollen. Und da muss man dann so nach und nach durch. Ja, also Facebook ist erst völlig harmlos. Also so, man macht das und dann kommt irgend so ein Punkt, wo man sagt, Opa, jetzt musst du auch auf Facebook sein. Und dann ist es nicht mehr sicher. Ja, das liegt immer daran, dass sie mit irgendeiner Idee anfangen, diese Hype-Cycle, und dann, also es gibt so Produkte, die sind völlig ungefährlich, also so, die eben einer benutzen kann. Also wenn er Nutella gebe ich neu an den Markt, das ist auch ein blödes Beispiel. Also wenn sie Nutella dann flächendeckend einsetzen wollen, dann kommen die Leute wieder und sagen, es ist nicht sicher wegen der Zähne, weil das dick macht und so. Ja, also aber solange es 10% benutzen, ist noch Frieden, die sind noch begeistert und dann werden die Hälfte macht es dann noch so mit und wenn man die andere Hälfte auch zwingt, in die Cloud zu gehen, dann ist es nicht sicher. Also, dass die Daten bei der NSA sind, das weiß man. Aber irgendwo, ich weiß nicht, sie haben irgendwie Angst, dass es in irgendein anderer fängt. Ich weiß nicht wer. Also, ist egal. Und ja, da kann ich ziemlich viel die Geschichte so erzählen. Und da kann man auch sehr viel lernen über die Innovationszyklen, wie sie immer irgendwas doof finden. Ich kann jetzt mal ein paar Beispiele sagen, die finden sie dann doof. Und so in 10 Jahren haben sie sich einfach dran gewöhnt. Die ist nicht sicherer geworden, sondern sie haben sich nur dran gewöhnt. Also, ich erinnere an Direct Banking. Sie haben gesagt, nie werde ich da online. Das sagen heute noch ganz viele so Internetverweigerer, dass sie ihre PIN nicht der Bank verraten können. Zwar jedem Bundesbahnautomaten, also da ist das sicher. Ich habe gerade meine Karte stecken lassen. Ich hoffe, die ist dann zu Hause wieder. Ja, wollte keine Kreditkarte, weil es Regionalverkehr ist und ich gehe an den Schlitz und dann muss man einen anderen nehmen. Und dann, ja. Ich erinnere mal an das schöne, jetzt ist die Porte weg, Who Moved My Cheese? Das ist ein schönes Buch. Das verreiße ich auf jeder Konferenz seit ein paar Wochen. Es kommt gut an. Das ist schon 16, 17, 18 Jahre alt. Ich habe nur was gesagt, dass das Buch doof ist und schon kaufen das alle. Also es ist hinter meinem Kurzsinn auf der Bestsellerliste, so auf Platz 15, meint sie es jetzt 12 oder so, können Sie gucken. Das heißt, die Mäusestrategie ist egal. Und das heißt, Who Moved My Cheese? Ich erzähle kurz, worum es da geht, ganz kurz.
weil ich nur 25 Minuten soll. Da sind zwei Mäuse, die leben von Käse und auf Seite 5 ist der Berg Käse weggefressen. Und jetzt überlegen sie, was sie jetzt tun sollen. Also für BWLer ist da erklärt, dass das ein Märchen über Business ist. Also nicht, dass sie dann... Das ist auch ganz einfach geschrieben. Es sind echt 80 Seiten nur und Bilder drin. Und das mit einem MBA haben sie da kein Problem. Und man kriegt auch den Punkt sehr schön. Also die BWLer-Bücher sind immer so, also Knowledge Management oder Cloud, ja, so. Also wenn man das macht, ist man sofort Winner im Markt. Also das reden einem die Berater auch ein, da müssen sie auch nicht viel können. Also wenn sie ein bisschen bessere Berater haben, dann sagen 5 Fehler, die du nicht machen solltest. Und die Top-Berater bieten sogar 10 Fehler oder 7 Mythen oder so. Und das ist so ein Buch dafür. Und die suchen dann nach dem Käse 50 Seiten lang und streiten sich immer zu. Und das sind zwei Mäuse, die immer so rummachen da. Und die eine ist so wie ein normaler Deutscher und die andere mehr wie ein Amerikaner. Und die Deutschen sind zwanghaft. Obsessive compulsive heißt das. Krankheit. Also das ist Hass auf alles, was sich ändert. Und die andere Hälfte der Menschheit ist hysterisch, histrionisch. Also theatralisch, hysterisch. Das sind Leute, die werden krank, wenn sich nichts ändert. Also Sie kennen doch das bei Kindern, die sind mehr hysterisch. Also wenn Sie jetzt nach Venedig in Urlaub fahren, 900 Kilometer irgendwas, dann fragen die schon hinter, also weiß ich nicht, vor Salzburg schon, wann es endlich zu Ende ist, ja, und so weiter. Gut. Und ja, und dann auf Seite 50 fällt irgendwie dieses Zauberwort, was Sie schon mal gehört haben von Ihrem Chef, das heißt Komfortzone. Raus aus der Komfortzone, krieg den Hintern hoch, mach doch endlich mal was. Ja, und die zwanghafte Maus gibt dann zum Schluss nach auf Seite 50 und kommt erst ihrer Komfortzone aus. Und dann finden sie auf Seite 80 einen Berg Käse, der gibt's wirklich, der ist auch abgebildet. Und das war's. Ich erzähle das, ich habe das Buch nochmal geschrieben, das ist auf meiner Homepage, 1,5 Seiten. Ich muss ja nicht so viel sagen dazu. Also auf Zeile 2 ist der Bergkäse einfach alle und auf Zeile 5 haben sie entschließen, sie suchen jetzt Käse und dann laufen sie los und laufen durch die ganze Welt und sagen, wo gibt's ja Käse, 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 wo gibt's ja Käse und dann haben ja nichts zu essen zwischendurch und dann werden sie immer müder und wo gibt's ja Käse, 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 Käse und dann sterben sie. Das ist jetzt ein Gleichnis über die Industrien, die wir jetzt gerade haben. Also das war schon der Vortrag eigentlich. Sie müssen das jetzt nur noch so irgendwie einsetzen. Also statt, ja, das Problem ist, also die laufen da durch, also bevor sie sterben, wird die Welt immer fettiger und stinkt und so wie nach Oktoberfest und Haxen und ist alles fettig und sie müssen sich an jeder Stelle übergeben und das ist hier auch heute Abend. Dann kotzen sie an jeder Ecke und dann treffen sie noch ganz kleine Mäuse und fragen, hast du ja Käse gesehen? Sagen sie, nein, sie sind Digital Natives. Und sie leben von Speck. Und das ist gut so. Und niemand braucht ja Käse. Und sagen sie, pass auf, wir sind Deutsche, wir haben nur Käse gemacht mein ganzes Leben lang und wir machen jetzt weiter und Käse. Und ich, ja, und dann sterben sie. Und das ist die Lage gerade mit Cloud Computing. Nehmen Sie es hin. Es ist alle Zeit klar gewesen. Also ich hab Tonnen voll Vorträge, die sind leider nicht dokumentiert, weil das mit diesem YouTube irgendwie erst so 2010 Mode geworden ist. Und dann hätten Sie alle meine Vorträge gehalten. Bitte Telekom, mach doch Micropayment 1998. Ich war 1997 bei der Post. Könntet ihr vielleicht vor jedes Haus einfach so einen Kasten stellen, weil ich nicht zu Hause bin, wenn eBay kommt. Dann sagen sie, who's eBay? Ja, ich habe das alles durchmoduliert. Ich habe dem Einzelhandel gesagt, ihr werdet an Amazon euch die sonst was ausbeißen. Argument, wenn Sie es noch im Gehör haben, Amazon ist eine reine Software. Das ist nicht ordentlich und auch nicht reell. Die Firma ist nichts wert, weil sie nur aus Bits besteht. Die ist rein digital und sie hat nichts, auch nichts, keine Ähnlichkeit mit dem Oberpollinger hier. Ja, gucken Sie, und jetzt machen wir Karstadt und Kaufhof Friede eurer Asche. Ja, und in 10 Jahren, verstehen Sie, vor 10 Jahren haben Sie gesagt, das ist nichts.
die machen doch keinen Gewinn, machen übrigens immer noch keinen Gewinn, aber Karstadt auch nicht. Ja? So. Und ja, und das ist das Problem. Und es war alle Zeit klar, es geht nicht darum, ich will jetzt mal, es ist sehr nützlich, wenn Sie bei Azure jetzt oder irgendwo Ihre Cloud-Dienste haben. Das Wichtige ist, dass die Daten da hinten liegen schon nebeneinander und jetzt müssen Sie nur noch gescheit verknüpfen und das passiert jetzt. Also wenn sie da schon alle da irgendwie gesammelt werden, die sind dann in verschiedenen Images drin, aber dann legt es nahe, sie vielleicht mal zu verknüpfen und dann gibt es andere Businessmodelle und daran tun die Leute sich unheimlich schwer. Das ist der Punkt. Es geht gar nicht so sehr um das technische Speichern in der Cloud, aber die nächste Stufe wäre dann, sich ganz neue Businesses zu überlegen. Das ging vorher nicht, weil ja die Daten alle unten im Keller waren. Wie soll ich die verbinden mit einem, wo es in Thailand im Keller ist? Und das kann ich jetzt machen. Wenn Sie sie alle auf eine internationale Cloud laden, dann kann man vielleicht auch Allianzen machen und die Businessmodelle ganz anders machen. Okay, jetzt müsste das irgendwie weitergehen. Das ist ein Bild vom Internet der Dinge. Also wenn irgendwas Neues, also der neue Hype ist jetzt gar nicht mehr Cloud Computing. Das ist dann so in 2 Jahren... haben sie es geschluckt. Demnächst müssen sie irgendwie Internet der Dinge schlucken. Und Internet der Dinge bedeutet, dass die ganzen Dinge jetzt miteinander reden. In der Cloud sitzen die sowieso alle virtuell und fangen miteinander an zu reden. Und das wäre ganz schön, wenn man jetzt eine Ahnung hat, wie man die zusammenschaltet. Also sie fangen natürlich erstmal mit Robotern an und Maschinen. Ich würde ein Robotbook bauen, wenn ich noch mal jung wäre. Also so für Maschinen, so ein Facebook, dass die sich befreunden können. Du stehst schon so lange mit neben dir, wir sollten mal unsere Daten austauschen. So, ja, so. Das ist im Augenblick ein ganz, 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 ganz großes Problem. Ich komme da vielleicht noch drauf. Das Problem ist, dass die Maschinen nicht miteinander reden können, weil die Maschinen nicht irgendwie, die wissen nicht, was Java oder Cloud ist, sondern die haben alle vergessene alte Programmiersprachen von tausenden von kleinen Firmen. Und da ist nichts miteinander reden. Wenn sie was echt Neues erfinden wollen, müssen sie irgendwie auch mal eine Cloud-Sprache entwickeln. Also das wäre das Business der Zukunft. Es fängt schon so ein bisschen an. Samsung macht jetzt die Waschmaschine mit so einem Android drin. Sie können es auch mit iOS haben. Keine Ruhe. Also hier ist nur ein Beispiel. Also das kleinste Samsung-Handy kostet, glaube ich, 30 Euro oder so ein Ding mit so einem Display drin. Also im Prinzip kostet es nichts. Also wenn man das in eine Waschmaschine noch statt des normalen Bosch oder Siemens oder Miele Bedienteils reinmacht, würde das ja eher billiger werden. Und dann kann man, jetzt hier sind ja meistens Männer, dann können sie auch die Waschmaschine bedienen, ohne jedes Problem. Also ja, sagt einfach Wasch, ja, es gibt unten einen Knopf, aber den finden Sie nicht. Ja, meine Frau hat, wir haben jetzt echt eine Waschmaschine gesucht, sie hat irgendwie die Gewohnheit, diese bügelfreien Hemden nochmal 5 Minuten kalt zu schleudern. Und dann sind sie so schön luftig, 5 Minuten, weil sie ja, so wenige reinmacht, nach 5 Minuten aufhängen und ist gut. Und dann wollten wir jetzt eine Waschmaschine kaufen, also eine ordentliche, so Miele irgendwas, wo man das 5 Minuten machen kann, gibt's nicht. Halbe Stunde. Dann sage ich, warum? Ja, wenn man einmal macht, tsk, halbe Stunde. Das war mal früher, da konnte man noch so klick, 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 klick. Ich sage, kann man das vielleicht digital machen? Also mit so einem Android könnte man irgendeine Zahl ein. Wurzel 2 halbe würde ich es dann teilen. Ja, so. Und, no way. Gehen Sie heute in so ein, verstehen Sie, was ist das Problem, in jede Kaffeemaschine, die Haustürklingel, einfach das Internet der Dinge wahr werden zu lassen? Dann habe ich dasselbe Teil, dann habe ich einfach eine Home-App. Und dann, wenn einer klingelt, ich bin nicht da, dann sagt, leg's unter die Treppe. Dann habe ich einen Skype-Anschluss da in meiner Klingel. Und einfach alles über das. Machen die nicht. Die wollen 200 Fernbedienungen bei uns zu Hause haben. Sie können auch schon Universalfernbedienungen machen. So nach einem Jahr haben sie dann ungefähr alles einprogrammiert, wie das dann gehen soll. Warum nicht so? Meine Frau hat auch so ein, ich muss heute dran glauben, die kann nichts dafür, wir haben einen neuen Volvo gekauft. Also der ist ein bisschen gebraucht, also ein paar Monate alt schon. Und dann, der hat Navi schon drin. Und dann muss man sowas einstellen und dann muss man erst wieder einen Lehrgang machen als Ingenieur, so drehen, so irgendwas. Ich habe erst gesagt, kann man vielleicht so, nix. Da werden immer rumgereicht, so von Kleinkindern. Der Philipp Riederle hat so Jugendfilme von seinem Bruder. Der sitzt dann über so ein Vogue-Zeitschrift und macht immer auf der Frau. Also nicht, was Sie denken.
Er macht immer so iPad-Bewegungen und dann sagt er ganz deutlich, also er kann fast nicht reden außer Mama und sagt, Papp ist kaputt. Ja, so. Und da denkt man manchmal so, Deutschingenieure spinnen. Also die haben noch nicht verstanden, dass die IT und Cloud und so weiter die Oberhoheit über Bediengewohnheiten hat. Und das war früher natürlich das Auto, war das Fortschrittlichste, was wir hatten. Und dann denken die Ingenieure, das, was sie da reinbauen, ist, dann gibt den Ton an in allen anderen Industrien. Haben sie gar nicht geschnallt im Augenblick. Okay? Also das, so, mit diesen albernen Sachen kommt dann das Internet der Dinge. Das, ja, sie können alle noch drüber lachen. Aber wenn man das so ein bisschen durchgängig macht, wäre das ganz gut. Das Problem ist, dass jetzt die Daten von den Waschmaschinen auf der Cloud sind und die von dem, ja, aber die reden nicht miteinander. Also man kriegt vielleicht noch eine Waschmaschine mit einem Trockner zusammen, aber nicht mit der Haustürklingel und den Thermostaten. Und das müsste man kriegen. Das sind einfach verschiedene Branchen. Und ich sage Ihnen, da ist das Geld der Zukunft, wenn Sie Milliarden machen wollen, dann da. Und natürlich mit das Geld verlieren wir dann mit den Autos, das will ich ganz kurz erklären. Da gibt es jetzt Selbstfahrende. Sie können so Interviews lesen, also der Hauptgegner von selbstfahrenden Autos, das ist natürlich der Porsche-Chef, den haben sie jetzt zum Gärtner gemacht. Ich bin ein bisschen böse, aber gucken Sie, also ich habe jetzt schon so viele Reden über selbstfahrende Autos und dann wagt er mir noch zu widersprechen. Ich verstehe das, wenn man für Porsche ist, dass man nicht gerne so für Gogo Mobils so selbstfahrende ist. Das verzeihe ich ihm, aber bei VW ist es dann natürlich eine andere Geschichte. Also ich sag mal ganz kurz meine Vision. Also wir bieten den Privatbesitz von Autos, Punkt. Das verstehen Sie mit Cloud sehr einfach. Die Cloud Computing hat den Vorteil, dass Ihr Computer mit 2% ausgelastet ist, weil Sie da nur so rumtippen darauf, macht ja nichts. Also wenn Sie nicht gerade Entwicklungsingenieur oder statistischer Optimierer sind, dann stirbt der Computer mit 7 ungenutzten Prozessoren in Müll. Einer wird jemals nur benutzt. Und die Idee von Cloud Computing ist, dass man die Utilization von einem Computer von 2% auf vielleicht 40 bringt. Das kann man bei Autos ja auch schaffen. Ich mache alle Autos einfach auf selbstfahrende Taxis. Keiner darf eins selber besitzen. Jeder kriegt 25.000, 30.000 Kilometer vom Start und dann sagt er, komm, fährt mich irgendwo hin. Und dann könnte ich doch die Utilization von Autos von heute 5%, BMW hat 3, die fahren schneller, deswegen. Also könnte ich von 5% auf 30, 40 hochfahren und dann weg. Keine Parkhäuser mehr, keine Parkschwierigkeiten mehr. Das Ding bringt Sie zum Gletscher. Sie haben keine eingefrorenen Batterien mehr. Sie können dann gleich vom Gletscher runter zum Ab. Also die Theresienwiese zum Kurschatten wieder trinken und alles in Ordnung. Es gibt auch keine Verkehrstoten mehr. Es gibt keine Staus mehr, weil die sich an die Beschränkungen da halten und keinen Mist machen. Die LKWs kosten fast nichts mehr, weil die jetzt durchfahren. Die müssen nicht 8 Stunden von Moskau aus dann irgendwo immer parken und schlafen. Keine Verkehrspolizisten, keine Taxifahrer, keine LKW-Fahrer mehr, keine Automobilindustrie. Alles weg. Also das ist alles weg. Also nicht Clean Diesel, echt weg. Ja, so. Und die Ausläufer sehen Sie schon, Uber forscht ja an selbstfahrenden Autos. Das ist doch die Idee. Das wissen Sie doch ganz genau. Wenn Uber nicht ganz blöd ist, dann machen Sie das demnächst als Gesellschaft einziges System. Und dann kommen natürlich da keine Leute drin, die dann irgendwie zicken machen, dass sie einen Gewerbeschein haben oder so. Das geht selbstfahren viel einfacher. So, das war's. Man muss auch nicht so viel programmieren, weil ja dann keine Echtfahrenden mehr da drin sind, die dann irgendwie was Komisches machen. Also Leute, alle raus. Ja, so. Und das, die einzige Problematik an der Geschichte ist, dass 30% der Arbeitsplätze in Deutschland allein an den Automobilen hängen. Die kommen weg und dann noch die LKW-Fahrer, die Taxifahrer und teilweise hier welche im Raum, alles weg. Und das heißt, Deutschland muss sich einen neuen Job suchen. Nehmen Sie es hin. Das ist überhaupt gar keinem klar.
haben Sie irgendeine Idee von der Zukunft? Dann sagen Sie, ja, die Flüchtlinge können ja dann mehr die Müllabfuhr. Da gibt überhaupt nur ganz seltsame Diskussionen über alles Mögliche. Und dass wir vor fast einem Exitus stehen, wird gar nicht so richtig behandelt. Wir müssen ja ganz neue Industrien aufbauen. Und dann kommt Google. Sowas gibt jetzt Payment, die Banken gehen, glaube ich, so ein bisschen unter. Es gibt so Payment, so, wo man einfach seine Freunde von Facebook hinlädt und dann sagt man einfach, sende Anne, meiner Tochter, 100 Euro. Und dann kommt sofort Danke, Papa. So wie WhatsApp, hin und her. Das ist von den Danske Bank, können Sie mal googeln. Die haben es geschafft, das in Dänemark so publik zu machen, dass 2,5 Millionen Downloads sind. Ich habe es nachgeprüft, können Sie auf Google Play nachgucken. 1 Million Downloads auf Google Play und dann nochmal auf iOS wahrscheinlich auch. Und es gibt aber nur 5,5 Millionen Dänen. Und man muss nur diese App downloaden und dann die PIN verraten von seinem Konto und dann hat man mit dem Konto nichts mehr zu tun. Ja, und dann verschwindet, so, verstehen Sie, so wie die Schienennetze verschwinden unter die Bahn und die Telekom verschwindet einfach irgendwo so in Kabel, hoffentlich. Wenn sie es noch welche legen. Und die Banken verschwinden irgendwie unter die App und so. Und die ganzen Businessmodelle ändern sich. Ja. Und dann kommt das Ganze da, 3D-Print, den kennen Sie bis zum Überdruss, weil die Journalisten schöne Fotos davon machen können. Aber was ich Ihnen sage, ist dann eben irgendwie tiefer auf der anderen Ebene, wo die Businessmodelle sich ganz, ganz stark ändern. Gut, habe ich alles gesagt. Worum es geht, ist Integration of Everything. Also jedes Ding muss mit jedem jetzt reden. Also jedes Bankkonto mit jedem anderen Konto. Das wird nicht irgendwie so was Komisches dazwischen geschaltet wie eine Überweisung, sondern das geht irgendwie anders. Und die Maschinen müssen miteinander reden und die Produkte und so weiter. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Und das kommt bei dem Cloud Computing am Ende raus. Integration of Everything. Swimmy, mein Lieblingsbuch. Kennen Sie das? Der Fisch Swimmy hat eine andere Farbe. Deswegen ist er der Anführer. Das ist normalerweise sind Querdenker sind das. Also das Auge. Ja, und dann laufe ich zu den Firmen rum und sage, könnt ihr das mal so miteinander, dass die da sprechen? Dann sagen sie, nein, wir sind eine Optikfirma, wir machen nur Kameras. Und dann sage ich, aber müssen auch die Geräusche hören da bei Maschinen, wenn wir Wartung oder so gucken in Autos. Ja, das macht irgendwie eine Akustikfirma. Das ist was ganz anderes mit der Physik. Und dann haben sie diese ganzen Problematiken einmal. Sie reden nicht miteinander. Also jeder hat irgendwie Geschmack und so, Geruch, Brauchmelder und so. Das sind alles verschiedene Sensoren, die sie da haben. Die sind von verschiedenen Zulieferern. Die können nicht miteinander reden, weil sie alle wieder geheime Programmiersprachen haben. Und man müsste das irgendwie vereinheitlichen, überall einen Android-Screen reinmachen oder sowas. Das wäre schön. Gell? Kein Mensch macht dann Anlauf. Hinterher kommt irgendwie wieder so ein Google an und macht das und dann sagen sie, das ist aber gemein, dass wir wieder von den hysterischen Amerikanern was übergebraten kriegen. Und dann schimpfen sie, Google ist eine Gefahr. Das haben sie übrigens, glaube ich, jetzt wieder vergessen. Also das kommt mal so 3 Monate durch die Presse, dass Google böse, 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 böse ist und dann plötzlich kommt VW, dann haben sie wieder einen anderen gefunden. Und verstehen Sie, wenn Sie echt mal was machen wollen, dann würden Sie doch mal dranbleiben an Google. Bleiben Sie nicht. Also praktisch die nächste Sensation und schon wieder vergessen. Also kommt Flüchtlinge, dann kommt VW und Google haben Sie jetzt echt so weg. Das war vor einem halben Jahr. Gell? Ich soll schneller machen. Ja, Sie reden jetzt irgendwie von Industrie 4.0, da bin ich ein bisschen böse drüber, weil Industrie 3.0 ist ganz weggefallen. Und das 4.0 hat den Charme, dass man erst 4 Jahre lang nachdenken muss oder 10 Jahre, was das eigentlich ist. Also dann gibt man erst eine Doktorarbeit. Doktorarbeiten dauern immer 4 Jahre, weil die Verträge 4 Jahre sind. Wenn man sie 3 Jahre macht, würden sie 3 Jahre. Das wäre besser, wenn man die nicht so stark bezahlen würde, dann geht das schneller. Und wenn Sie eine Doktorarbeit heute über sowas schreiben, muss sie gleich ins Museum, ins Heinz-Nixdorf-Museum, sofort, gleich bei erscheinen. Das geht jetzt so nicht. Und dann fangen sie an, das 5 Jahre zu erfinden, was es ist und noch 10 Jahre zu forschen, was man eigentlich tun sollte, also semantisches Internet mit Theseus oder sowas. Und dann gibt man noch 1 Milliarde rein in Forschungsgelder und dann, das ist dann 20 Jahre nach Google, wo das Google schon wieder pleite ist. Das geht so nicht. Und da schüttle ich mich so ein bisschen. Sie können die Folie haben, Ihre Berufe sterben auch. Ja, die stehen da alle drauf. Interessanterweise Führungskräfte nicht, also die sollen...
Das ist witzig. Ich hab schon mehrere, wenn Sie so einen typischen Großunternehmensboss haben, der lädt Sie doch nur ein, Sie kriegen eine Tabelle an die Wand genagelt und die Leute, die im roten Bereich kriegen irgendwie eine Ohrfeige. Das ist Managen. Und das kann man doch mit einer Batterie am Unterarm. Wir kriegen einfach einen Stromstoß, wenn die Zahlen falsch sind. Ja, und wie gesagt, ich kann dann lange philosophieren, wie Sie noch einen Job behalten. Und Sie müssen jetzt irgendwas können, was der Computer nicht kann. Und dann muss man nachdenken, was der Computer nicht kann, dass es dann irgendwo sowas Ätzendes. Das ist so mein normaler Alltag im Büro gewesen. Bei IBM kann man sich das alles schon 10 Jahre vorher angucken. Und dann sagen sie alle Leute, guck, das da trifft zwar zu, aber doch nur die 20% Creme da oben. Und dann sage ich, ja, das sind die, die überbleiben. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Hälfte schon mal sowieso wegfällt aus technischen Gründen. Und wenn sie das nicht bringen, dann ist es eben fertig. Und nur ganz kurz die Argumente durch. Lesen Sie sich einfach nochmal zu Hause lieber durch und denken einen Tag drüber nach. Alles, was einfach geht in dieser Welt, wird auch von Computern gemacht. Und Sie haben dann immer nur Mist, Mist, Mist am Hals. Und wahrscheinlich sind Sie für Dauermist einfach unfähig. Sie müssen zwischendurch auch mal einen einfachen Brief schreiben können, weil das geht nicht mehr, gibt's nicht mehr. Ich lasse es mal, ich habe die Tabelle hier gemacht, die einfachen Berufe steigen aus. Sie haben die Wahl, ein paar 20% von uns landen da drüber. Der Rest wird irgendwie für Mindestlohn irgendwo als Anstreicher beschäftigt. Das wird seit 20 Jahren gesagt, also praktisch alle IT-Firmen sagen, sie müssen unbedingt Lösungen, Lösungen, Lösungen ganzheitlich verstehen und mit allen Leuten reden können, machen sie aber nicht. Und dann sind wir dabei, dass wir das alles neu lernen müssen. Die Liste können Sie auch gerne haben. Die Bildungspolitiker sind gerade so weit, dass sie lernen, haben sie verstanden. Dass man den Rest auch noch können muss, haben sie noch nicht mal auf der Agenda. Und ich ende mit dem Satz, wenn sie heute geboren werden und das Pech haben, Eltern zu haben, die ihnen das nicht beibringen, dann wird ihnen nur bis zum Kindergarten die Festplatte gefüllt, in der Grundschule die Festplatte gefüllt, bis zum Abitur die Festplatte gefüllt und dann nochmal alles ausgehärtet an der Universität. Und dann kommen sie mit 28 mit einem Doktor aus der Universität und dann sagen, jetzt tu doch was. Sei Künstler und verstehe die Menschen ganzheitlich. Und wir haben keinen Schimmer. Und das macht die Spaltung der Gesellschaft. Wenn ihre Eltern das gerade nicht können, dann haben sie halt verloren. Und niemand kümmert sich um das Bildungssystem, niemand um das, was nach die Cloud kommt und so. Das ist jetzt echt nur der Anfang und jetzt geht es richtig hart los. Und die Älteren im Raum, so mit grauen Haaren, können sagen, ich überlebe, ich bin ja bald in Rente, mir macht das nichts mehr. Wenn das sagen mir die typischen Vorstandsvorsitzenden, guck mal, ich tue mir so ein SAP oder Siebel oder HANA oder was jetzt immer kommt, nicht an, ich bin ja schon 62 und dann sage ich immer, und ich gehe recht in der Annahme, dass ihr Nachfolger jetzt gerade 59 ist. Ich lasse es mal. Und Sie müssen irgendwie, wenn Sie jünger sind, einfach mal, also jetzt echt nach dem Buch aus der Komfortzone raus. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.